Hallo und herzlich willkommen, lieber Stier, hier wieder bei mir bei Serafina Tarot. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben jetzt, wir stehen kurz vor Halloween und deswegen möchte ich unbedingt schauen, was wird sich jetzt gerade in dieser Zeit vor Halloween bzw. in der Halloween-Zeit sowie auch am Wochenende, was wird da für dich wichtig werden, ja, und deswegen möchte ich hier eine spezielle Halloween-Legung einlegen und schauen, was bei dir genau in dieser Zeit passieren wird oder was hier ganz wichtig ist, ja. So. Ihr wisst selber, Halloween ist eins der energiestärksten Zeiten, wo es hier in der spirituellen Welt auch sehr, sehr dünn, ich sag mal, dünnwolkig ist. Ja, der Himmel ist offen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, da wirklich mit der unsichtbaren Welt zu kommunizieren, in Verbindung zu treten und ja, zum Positiven. Natürlich kann das auch zum Negativen, ne? Deswegen, es gibt Leute, die haben, je nachdem, wo sie da stehen, haben sie auch schon mal Negativerfahrungen, ja, und gut, das ist halt einfach, ne, ich sag mal immer die Geister, die ich rief, ja, das ist, weil einfach die Verbindung jetzt zum Universum oder zu der geistigen Welt, der unsichtbaren Welt, der Geisterwelt halt sehr, sehr stark offen ist, ja. Deshalb auch hier ganz klar bei Affirmationen, Wünsche, Rituale, ist es halt eine ganz starke Zeit, wo das halt wirklich sehr schnell ja, in Erfüllung gehen kann, beziehungsweise der Fortschritt, ja. Wenn das Universum natürlich für dich was vorgesehen hat, jetzt was anderes, dann ist es eine andere Geschichte, ja. Das weiß man natürlich vorher nicht, ja. So. Liebes Universum, was darf ich denn für Stier jetzt hier in dieser Zeit, Halloween, Wochenende, was dürfen wir hier erkennen? Was dürfen wir hier erkennen? Vom Gegenüber in der Liebe. Was darf ich da weitergeben hier für Stier? Schön. Oh, da haben wir es. Okay, also solltest du dir eine Frage gestellt haben oder wir gucken halt mal genau drauf, was sagt das Tarot gleich, ja? Ist hier auf jeden Fall ein Nein. Jetzt schauen wir aber mal, das kann alles bedeuten. Hier steht zum Beispiel, es ist nicht die richtige Zeit, ja? Und je nachdem, welche Frage oder was dich gerade beschäftigt, kannst du entweder schon diese Antwort Nein für dich nehmen, dass es nicht die richtige Zeit ist, ja, was nicht heißt, dass es nicht kommen wird. Also, ja, wenn du jetzt gesagt hast, du hast jemanden kennengelernt und in einer bestimmten Zeit wird das jetzt hier, werden wir heiraten. Ja, und dann natürlich wird dann kommen, es ist noch nicht die richtige Zeit, weil es einfach noch zu früh ist, ja. Also von daher, bitte müssen wir jetzt gleich aufs Tarot gucken, was da noch kommt. Aber das ist natürlich dann ja unrealistisch, ne? Wenn ich jemanden kennenlerne und derjenige geht hin und oder du fragst dich halt, werden wir heiraten, wird es mit uns für immer sein? Und da kann das Universum das nicht greifen, dann wird es halt sein, es ist noch nicht die richtige Zeit, weil das kann man noch gar nicht sagen. Ja, auch das, ja, also Beantwortung bestimmter Fragen, die man jetzt überhaupt noch nicht beantworten kann. Ja, wo auch natürlich immer zwei Menschen stehen, der eine hier, der andere da und ihr macht hier auch gewisse Dinge, ihr entscheidet gewisse Dinge, es wird Themen geben, da kann man nicht sagen, wie es dann sein wird. Das, jeder hat ja den freien Willen, sich selber zu entscheiden und auch Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen. Und was heute so ist, kann morgen so sein, ja. Ne, dann kann ich noch so sagen, ja, da kommt jemand aus der Vergangenheit und wenn du dich dagegen entscheidest, dann ist das so. Dann ist das wieder verschoben. Dann ist es wieder anders, ja. Deswegen, also hier ist es definitiv noch nicht die richtige Zeit, ja. Was nicht heißt, dass es nie zustande kommen wird, ne. Also da bitte vorsichtig sein. So, jetzt wollen wir das Tarot fragen. Liebes Tarot,
Was ist denn hier Fisch, Tier? Oder wenn du dich zum Beispiel auch in einem Transformationsvorgang befindest, ja, und es darum geht, dich selber gerade hier zu verändern, dann wird es jetzt auch nicht sein. Dann kannst du noch so fragen, werde ich jetzt gerade eine Beziehung bekommen, dann steht dann halt, hast du noch nicht die richtige Zeit, weil du sollst noch etwas anderes erleben. Du sollst erstmal in deine Transformation gehen, in einen Wachstumsprozess, und dann kann das noch nicht so sein jetzt. Ja, aber dafür vielleicht in 2, 3 Monaten. Ja, aber wie gesagt, ne, jetzt im Moment ist nicht die richtige Zeit. Und wir schauen jetzt rein ins Tarot. Liebes Tarot, was darf ich hier sagen? Was darf ich hier mitteilen? Für was ist es nicht die richtige Zeit? Was ist denn hier ein Nein? Und worum geht's hier? Was haben wir denn hier? So, die lassen wir erstmal. Also, wir haben hier die 5 der Kelche. 5 der Kelche. Hier ist jemand, ja, so ein bisschen traurig. Hier schaut jemand auf dieses, was vielleicht nicht gerade stattfindet. Ne? Es kann auch hier sein, ne? Genau das hier, ja, wo man hier sich die Frage stellt, also es kommt eigentlich relativ nah, das ist eine Enttäuschung aufgrund dessen, dass man denkt, dass das nicht weitergeht. Ich habe hier Skorpion als, vielleicht ist dein Gegenüber Skorpion, ja, und du hast jemanden kennengelernt, der Skorpion ist, und du bist so ein bisschen in dieser Fragestellung, oder aufgrund von gewissen Situationen denkst du, dass das nicht funktionieren wird, oder dass er dich vielleicht nicht möchte, oder dass er, oder vielleicht ist er gegangen, ja, und aber wir werden das Ganze noch weiter schauen, aber es mehrere Partikel, mehrere Sachen sind hier möglich. Ich habe hier auch so eine Entfernung. Ich habe hier auch so dieses, ja, vielleicht ist es auch so, dass hier eine Entfernung zwischen dir und deinem Gegenüber liegt, und du so, oder vielleicht das auch ein Thema gewesen ist, ja, die Entfernung, ja, vielleicht hat man dir gesagt, dass du, oder dass es zwischen euch schwierig wird, weil es so eine Entfernung ist, ja, das kann sein, also einerseits habe ich hier die Enttäuschung, ja, andererseits so dieses Hinterfragen oder dieses Denken, dass es nichts wird, weil man eben so weit auseinander wohnt, ja, aber entschieden ist ja noch nichts, ja, wir schauen mal weiter. Ja, ich habe hier die 2 der Schwerter. Es zielt schon sehr, sehr darauf ab, ne, dass ich hier, ja, es zielt schon sehr stark darauf ab, dass du nicht weißt, wo du gerade dran bist. Also hier gibt es jemand, der nicht unbedingt gerade weiß, worauf du dich jetzt gerade versteifen kannst, oder was du gerade für dich nehmen kannst, wo du gerade dran bist, was er gerade mit dir macht. Also hier ist so ein bisschen so eine Unsicherheit, ja, in Bezug auf ihn. Ne? Und du bist gerade so völlig, du hast so ein Fragezeichen, du weißt nicht, ja oder nein. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die du dir stellst, ne, aufgrund dieser Tatsache hier. Ja, also deswegen stellst du dir gerade die Frage, warum oder wird das überhaupt was, ja? Weil du nicht genau weißt, was jetzt hier zwischen euch beiden weitergehen wird, wie das laufen wird, wie es weitergehen wird.
Und hier haben wir, ja, hier haben wir den guten Herrn. Also hier haben wir den Ritter der Schwerter, Energie des Zwillings. Ich habe aber auch hier ganz klar das Gefühl ja, einer neuen Chance. Ja, also das Ding ist hier nicht vorbei. Ja? Also hier ist man auf jeden Fall bereit zu einem Kompromiss in Bezug, wenn es die Entfernung ist. Ja, also hier ist jemand auf dem Weg zu dir und möchte auch. Also, ja, also auf dem Weg zu dir meine ich jetzt, dass er bereit ist, eigentlich auf dich zuzugehen. Ja, mit dir dieses Wagnis einzugehen. Also eigentlich haben wir hier jetzt nicht so dieses Nein geht gar nicht und so. Also eigentlich, ich kann es verstehen, dass man so ein bisschen traurig ist, wenn man natürlich irgendwo, das ist nicht so ein klarer Ablauf. Ja, es gibt so diese Beziehungen oder diese Partnerschaften oder, ne, wo es einfach wie am Schnürchen läuft. Das ist hier nicht der Fall. Ja, hier ist es einfach so, dass man so ein bisschen so ein Stocken da drin hat. Hier ist es manchmal so ein bisschen on und off. Ja, so ein bisschen ja und nein. So Fragezeichen, wird es was? Kann das was werden? Wie soll das funktionieren? Ja, und gerade wenn man jetzt wirklich ein bisschen Entfernung drin hat für den einen oder anderen hier, ich rede hier nicht von jedem, aber von ein paar Leute hier haben wirklich einen Wohnort, eine Wohnortentfernung, die ist ein bisschen weiter. Und da muss man natürlich gucken. Ja, was ist jetzt machbar? Geht es überhaupt? Ja, und alleine dadurch diese Gedanken schon, ist es nicht halt so fließend. Ne? Und du bist hier ganz klar irgendwo so mit Fragezeichen, du bist ein bisschen traurig, du bist ein bisschen enttäuscht, du hast ein bisschen Sorge. Einfach, dass das nicht so wird, wie du es vorstellst. Und ja, vielleicht auch da, wenn man jetzt dahin geht, wo man sagt, hey, es ist noch nicht die richtige Zeit, dann kann es daran liegen, weil vielleicht muss er beruflich wechseln. Wenn er weiter weg wohnt und er will zu dir kommen, dann geht es um Berufswechsel. Das kann nicht von jetzt auf gleich kommen. Ja, da muss man ein bisschen Zeit mit reinbringen. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, mein Bruder, der hatte, als er damals mal eine Beziehung hatte, da war ein Mädel, die wohnte halt sehr weit weg. Also es war schon eine lange Entfernung, mehrere Stunden. Und er war halt Beamter. Ja, und er konnte nicht jetzt einfach so wechseln. Und weil dann müsste erst einer von da hier rüber kommen oder die Stelle müsste frei werden, dass er als Beamter rübergehen kann. Das ist eine ganz andere Geschichte, ist gar nicht so einfach, sich versetzen zu lassen. Und ja, und sie war nicht bereit, von da nach hier rüber zu gehen, weil sie dort ihren Traumberuf arbeitete. Ja, und dementsprechend war das halt echt eine schwierige Konstellation. Und sagen wir mal so, wie gesagt, wenn es darum geht, beruflich zu wechseln oder sich versetzen zu lassen, das geht nicht immer. Da muss man, oder hier ein früherer Nachbar und Freund, der hatte halt weiter weg gearbeitet oder der wollte halt eigentlich einen Standort haben. Der hat bei der Bahn gearbeitet und da ging das nicht. Und da musste der morgens schon, ich weiß gar nicht, wie der das alles hingekriegt hat. Also ich zog den Hut davor, weil er wirklich Stunden für diesen Weg gebraucht hat. Aber der ist morgens irgendwann ganz früh losmarschiert und hat dann irgendwie 2 Stunden Weg gehabt mit einem ICE oder keine Ahnung, was für ein Zug der genommen hat mehr. Aber das war jeden Morgen erstmal 2 Stunden fahren, um zur Arbeit zu kommen. Und auch wieder zurück. Und dann teilweise ging das nicht. Dann kriegte der dann nicht den Anschluss. Und dann hat er die halbe Nacht da verbracht. Also ja. Und der hat warten müssen, bis der halt irgendwann einen Standort wechseln konnte. Ja, und es ist schwierig, Leute. Ja, und wenn es hierum geht, dass der halt zu dir kommen möchte und es geht halt um solche Sachen, dann dauert es teilweise länger. Ich habe hier also, wie gesagt, jemand, der definitiv ja zu dir möchte. Ja, also der Weg ist schon mal da. Ja, und hier habe ich den Stern. Wow, ja, ne, der Stern ist auch so eine, also es ist schon etwas, was.
so ein Wunsch ist, ne? Also das ist hier so ein bisschen so, ja, das ist vielleicht genau der Typ, den man sich so sehr gewünscht hat. Ein Wunsch geht in Erfüllung. Ich habe hier Hoffnungsträger, ja. Also eigentlich sehr positiv. Ja, also das Ding ist nicht durch. Und wenn ich jetzt mal schaue, wenn wir jetzt gerade die Energie von dieser Zeit jetzt nehmen, Halloween, diese Geschichte, dann kann ich dir wirklich ans Herz legen, dass du wirklich mit einem kleinen Ritual irgendwie so das Universum, ja, bittest, dass das irgendwie möglich ist, dann ja, mach da mal so ein bisschen, bring da mal ein bisschen Energie rein. Also ich habe hier definitiv, dass sich hier Energien auch freisetzen, ja, und dass es irgendwo so ein bisschen in eine gewisse Richtung gehen kann. Ja, also ich sehe es hier wirklich, ich sehe deine Seite hier definitiv, ne, mit den beiden Karten. Ich sehe deinen Aspekt hier. Ja, ganz klar, du hier in dieser Situation, wo es halt wirklich ja, Fragezeichen gibt, Traurigkeit gibt, ja, du bist traurig, du weißt nicht, wo du gerade dran bist. Ja, für dich sieht es halt schwierig aus. Na, hoffnungslos so ein bisschen. Du hast hier ein bisschen einfach diese Gedanken, ja. Klar, manchmal ist es vielleicht auch nicht einfach und vielleicht hat er öfters absagen müssen, weil er dann das nicht geschafft hat, zu dir zu kommen oder sowas, ja. Aber, und dann wirst du natürlich auch irgendwie so ein bisschen hoffnungslos oder denkst manchmal so ein bisschen schwierig darüber, ja. Aber, ne, ich habe hier definitiv ihn jetzt hier. Ne? Und ich sehe wirklich, dass es hier positiv ist. Ich habe hier wirklich dieses, er will zu dir, es gibt den Weg zu dir, er möchte das auch. Aber wie gesagt, es kann wahrscheinlich dauern, wenn es beruflich irgendwie schwierig wird, dann ja, da müssen einige Sachen getroffen werden. Und man muss vielleicht nochmal drüber reden oder sowas. Aber ich habe hier definitiv die Wunscherfüllung. Ja, ich habe hier, dass hier Wünsche oder der Stern, also bestimmte Energien werden freigesetzt und es geht in die richtige Richtung. Es ist nur die Zeit vielleicht das Problem, ja? Ja, okay. Also sei nicht entmutigt, ja? Und wenn es hier für jemanden nicht die Entfernung ist, dann ist es irgendwo so eine Lebenssituation, die vielleicht jetzt nicht gerade so zu jetzigen Zeitpunkt gemacht werden kann, erfüllt werden kann. Da dauert es ein bisschen. Also es ist im Moment nicht die richtige Zeit. Das heißt, ja, wenn wir jetzt hier schauen, dass wir jetzt ne, Möglichkeiten uns anschauen, dann haben wir jetzt definitiv gerade zu Halloween-Wochenende die Energien, wo wir wirklich reingehen können, wo wir ein bisschen diese Energien öffnen können und uns ein bisschen ausrichten und das Ganze noch ein bisschen schieben dürfen. Ja? Sehr schön. Aber es ist zukunftsmäßig. Also ich habe hier nichts Negatives. Ich habe nur halt einfach, es ist halt irgendwo so ein bisschen blockiert. Ne? Ein bisschen einfach, ja, man muss so ein paar Faktoren, aber das hat man so oft im Leben. Das ist ja kein Ausscheidekriterium, wisst ihr? In so vielen Dingen haben wir das. Ja? Aber es ist halt einfach nur im Moment nicht die richtige Zeit, weil es halt einfach Dinge bedarf, die gemacht werden müssen. Aber der ist auf jeden Fall in deine Richtung. Und ich habe hier auch den Stern. Ich habe hier auch ja, es wird fließen. Wenn es jetzt gerade ein stilles Gewässer ist, aber ich habe hier auch die Wassermann-Energie im Stern drin, das fließt. Ja, manchmal ist aber auch ein Fluss, dann sind da ein paar Steine drin, dann fließt es langsamer. Ja? Aber trotz alledem hält es ja den Fluss nicht auf. Ne? Der wird immer wieder fließen. Die Energie wird fließen, das ganze Ding wird fließen, aber halt, ja, manchmal ein bisschen langsamer und, ne? Und selbst wenn wir ein paar Steine ins Wasser schmeißen,
Ja, dann wird der erstmal aufgehalten, das Wasser, aber dann schwappt es irgendwann oben drüber, weil es ja auch höher geht, ne? Und dann geht es oben wieder drüber. Also wir haben immer irgendwo, wenn Wasser wenn Wasser drin ist, ja, dann haben wir irgendwann Tsunami. Der kommt auf jeden Fall. Ja? Okay, also ich sehe es positiv, solltest du auch. Und wie gesagt, die Dinge werden sich auch eröffnen und klären. Und ja. Für diejenigen, die jetzt keinen Herrn hier im Moment haben, für die Singles unter euch, ja, sehe ich hier diese Traurigkeit, ne? Man ist alleine, man ist einsam, es geht auch auf die Weihnachtszeit langsam so zu und man weiß nicht, wo geht der Weg hin. Und da kann ich auch sagen, es ist auf jeden Fall hier ein Ritter, der in deine Richtung kommen wird, ja. Und da wird sich auch ein von dir Herzenswunsch erfüllen, ja? Das ist halt auch so für die Singles hier zu sehen. Aber jetzt im Moment zu dieser Zeit ist es nicht die Zeit. Es ist noch nicht dran. Es wartet noch. Es steht noch hinten an. Im Vordergrund stehen deine Emotionen, Traurigkeit, so ein bisschen. Auf die Leere, die du jetzt gerade empfindest, guckst du und halt, du weißt nicht, wie es weitergeht. Die Balance zwischen fröhlich und ja, Alleinsein ist halt da, ne? Aber auch da, wie gesagt, ne, es geht weiter. Es ist auf jeden Fall, es steht ein Ritter im Universum, der für dich schon abgestellt ist. Es ist halt nicht die richtige Zeit. Das ist das, was ich sagen konnte. Und ja. Wir werden natürlich dranbleiben, wir werden weiterschauen, ihr Lieben. Und ja, lass mir ein bisschen Energie da, abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ja, das würde mich und meinen Kanal freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.